Hamza Chimaev hat Robert Whittaker komplett auseinandergenommen und ihm sogar den Kiefer gebrochen. Und das innerhalb von nur einer einzigen Runde. Wer hätte das gedacht? Ich weiß, jetzt kommen die ganzen Kellerkinder wieder raus und sagen alle so, ja, das war doch klar, dies, das. Nein, das war einfach nicht, ehrlich, das war nicht klar. Robert Whittaker ist ein unfassbar erfahrener Mann mit einer der erfahrensten Fighter überhaupt in dieser Gewichtsklasse. Und nach den Verletzungen, nach den Krankheiten und so von Hamza Chimaev war das nicht klar, ob Hamza das überhaupt schafft, gegen den so dominant zu gewinnen oder überhaupt zu gewinnen. Ich habe ehrlich gesagt nicht daran geglaubt, dass er gegen Robert Whittaker gewinnen würde, weil ich geglaubt habe vielleicht, dass diese Verletzungen und die Krankheiten noch ein bisschen in ihm drinstecken und er vielleicht irgendwie so ein, zwei Kämpfe braucht, um wieder in den Flow reinzukommen. Aber Hamza Chimaev, ey, was willst du einfach sagen? Der Typ ist einfach ehrlich krass. Jeder weiß, was kommt bei ihm. Jeder weiß es. Und trotzdem schaffen die es einfach nicht, das aufzuhalten. Der hat wieder innerhalb von nur einer Sekunde oder so, ist er sofort in den Takedown gegangen, hat Robert Whittaker zu Boden gezogen, hat ihn am Boden bearbeitet und dann der Rest ist Geschichte. Na, jedenfalls, hier gibt es jemanden, der wieder ein Highlight hochgeladen hat zu diesem Kampf. Darauf möchte ich gemeinsam mit euch mal ganz kurz reagieren. Bevor wir jetzt aber losgehen, gibt es erstmal eine ganz kurze Werbung für ESN. Bei ESN gibt es immer die besten Rabatte mit meinem Rabattcode RINGLIFE. Packt die Sachen in den Warenkorb, tippt den Rabattcode RINGLIFE ein und ihr bekommt immer den dicksten Rabatt. Jetzt geht's direkt wieder weiter. Legen wir los. Und jetzt schaut, zählt mal mit. Wir sind bei 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, ja. 11, 12, 13 Sekunden und Hamza Chimaev schießt direkt in den Takedown und bekommt den auch. Und dann einfach so sein Ringen, die Art und Weise, wie er sein ganzes Gewicht auf den Gegner packt, wie er ihn umklammert, wie er immer wieder die Hooks reinzieht, wie er jetzt hier auch den Fuß von Robert Whittaker hier durchgestreckt hat, damit er das Gleichgewicht verliert. Der gibt ihm jetzt hier überhaupt nicht die Möglichkeit, irgendwie, auch nur irgendwie, einen Ansatz zu finden, um wieder zurück in den Stand zu kommen. Und das, Robert Whittaker ist selbst ehemaliger Ringer und dennoch einfach so dieses dagestanische, dieses tschetschenische Ringen, was sie da beigebracht bekommen, in den hintersten Hügeln ihrer Berge. Bis jetzt hat da immer noch einfach keiner die Antwort darauf gefunden, wie man sich dagegen verteidigt. Robert Whittaker hat hier und da versucht, neue Ansätze zu suchen, um irgendwie wieder zurück in den Stand zu kehren. Ich glaube, einmal war er sogar erfolgreich und wurde dann sofort von Chimaev wieder zurück in den Boden gezogen, ne? Hamza Chimaev nimmt seinen Rücken, will jetzt hier gleich die Hooks reinbringen, hat hier jetzt auch den Rücken schon von Robert Whittaker. Aber das eine Bein ist noch nicht drin, dass er ihn komplett durchstrecken kann. Robert Whittaker schafft es hier wieder aufzustehen und wird sofort wieder zu Boden gezogen. Wenn Chimaev einfach einmal also an dir dran ist, fast unmöglich, den Typen von dir wegzubekommen, ne? Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wer der Erste sein wird, bei dem das Ringen von Hamzat nicht erfolgreich ist. Ich kann mir jetzt nicht einen ausmalen, der das ganze Ding verteidigt, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wer das aufhalten soll. Und jetzt schaut mal, wie er jetzt ihn komplett hier bearbeitet hat. Noch ein paar Hände rein ins Ziel gebracht, einen Ellbogenschlag und da hat er direkt den Kiefer gehabt. Und zack, Robert Whittaker hat sofort getappt. Sofort. Also der Griff war gerade irgendwie dran und Robert Whittaker hat sofort getappt. Viele Leute haben sich auch direkt gefragt, so, ey, was war denn da los? Wieso hat er direkt getappt? Der hat ja noch nicht mal versucht, das irgendwie zu verteidigen. Mag sein, dass irgendwas hier schon kaputt gegangen ist bei einem dieser Treffer. Dass da irgendwie hier hinten am Kiefergelenk vielleicht was kaputt gegangen ist. Und dann natürlich durch den Druck hier vorne ist noch mehr irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder der Druck, den er hier direkt aufgebaut hat, war schon tatsächlich so hoch, dass dadurch der Kiefer gebrochen ist, ja. Aber ey, was soll man sagen, Hamza Chimaev hat irgendwie nach knapp 4 Minuten oder so in der ersten Runde den Sieg geholt und Robert Whittaker gefinisht, ja. Und schaut euch einfach mal Dana White da hinten an, wie überrascht er das da gerade schaut. Also, ich habe mich ja mit vielen Leuten unterhalten diese Woche, darunter viele Fighter, ne, auch Abos und so weiter und so fort. Und auch die waren alle am Zweifeln, ob Hamza Chimaev es schaffen wird, Robert Whittaker zu besiegen nach seinen Verletzungen, nach seinen Krankheiten und allem drumherum. Auch die haben gesagt so, ey, ich glaube Robert Whittaker wird gewinnen, weil, ne, so erfahren, so stark und so weiter und so fort. Aber Hamza Chimaev hat Hamza Chimaev hat allen das Gegenteil bewiesen und gezeigt, dass er auf jeden Fall ein Championship-Kandidat sogar auch in dieser Gewichtsklasse ist. Ich sag euch ehrlich, ich glaube ehrlich, der holt den Titel, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Drickus gegen ihn gewinnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Strickland gegen ihn gewinnt. Gut, Adesanya weiß man jetzt noch nicht, ne, muss man auch schauen. Aber ich glaube, Hamza Chimaev ist echt auf dem besten Weg
zum Titel. Jetzt nach diesem Kampf wird er wieder in aller Munde sein. Und auch seine neue Art und Weise, wie er sich benimmt. Er ist nicht mehr so dieser Laute, der nur rumschreit und so verrückte Sachen sagt. Sondern der hat auch gesagt, ey, der hat jetzt Kinder. Der will jetzt so ein Vorbild sein als Vater. Ne? Dann will er sich ein bisschen öfter Gedanken drüber machen, was er tatsächlich sagt. Und ich finde, das ist wahrscheinlich eine echt gute Einstellung, weil das ist so ein bisschen ruhiger und gleichzeitig auch gefährlicher. Ja, ey, starkes Ding auf jeden Fall. War ein krasser Fight, war eine krasse Fight Night. Allgemein UFC 308 war meiner Meinung nach das stärkste UFC-Event, das wir dieses Jahr auf jeden Fall hatten. Und war mal wieder geil, dort auch live dabei gewesen zu sein, ja. Ja, ich hoffe, diese kurze Reaction hat euch gefallen. Falls ihr die Reaction von heute Mittag noch nicht gesehen habt zu Ilia und Max Holloway, schaut die auch, euch gerne an. Die ist auch online. Und ansonsten sehen wir uns morgen wahrscheinlich dann im Vlog zu dem Event. Ja, das war's. Danke fürs Zusehen, Freunde. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ciao, ciao.